Vor dem Krieg war das hier Ostpreußen. Das Land der Trakehner wurde zur polnischen Woiwodschaft Warmia i Masury, Ermland und Masuren. Das Ostpreußen von einst lebt noch in der Erinnerung derjenigen, die es selbst gekannt haben. Sehnsuchtsvoller Erinnerung an eine längst vergangene Zeit. Die Winter schienen endlos. Die Wälder waren tief, mit Tieren, die es woanders in Europa in Freiheit nicht gibt. Ein bisschen schwermütig, ein bisschen lebenslustig sollen sie sein, die Masuren. Geduldig und genügsam, gewitzt und gesprächig. So wenigstens beschrieb Siegfried Lenz die Menschen seiner Heimat in So zärtlich war so Leiken. Die Holzarbeiter und Bauern, Fischer, kleinen Handwerker und Besenbinder, er nannte sie das unscheinbare Gold der menschlichen Gesellschaft. Im Winter, wenn die über 3000 masurischen Seen zugefroren sind, haben die Schilfschneider Hochsaison. Das trockene Schilfgras wird mit der Sichel geerntet und zu Bündeln geschnürt. Es ist ein polnischer Exportschlager erster Ordnung. In Dänemark, Deutschland, Holland oder England ist das Schilf aus Masuren als Dachbedeckung für Rehdachhäuser hochbegehrt. Die Schilfschneider haben davon nur wenig. Zumeist arbeiten sie nur für ein paar Slotti am Tag. Mit dem Schlitten wird das geschnittene und gebündelte Schilf über den zugefrorenen See zu einer Sammelstelle gebracht und aufgeschichtet. Morgen holt der LKW aus Danzig es ab. Wir können nur im Winter arbeiten. Denn nur im Winter ist das Material so wie jetzt. Das Schilf darf nicht grün sein und nicht älter als ein Jahr. Reif und trocken muss es sein. Ob das hier eine alte masurische Tradition ist? Ja, unsere Vorfahren haben mit Schilf wie diesem schon vor dem Ersten Weltkrieg ihre Dächer gedeckt. Man muss darauf achten, dass man Rohre ohne Blätter schneidet. Denn solange Blätter dran sind, kann man das Schilf nicht gebrauchen. Es muss alles sauber sein am Halm. Nachdem das letzte Bündel aufgeschichtet ist, macht sich der alte Schilfschneider wieder auf den Weg über das Eis, um die nächste Fuhre zu holen. Das war schon immer seine Arbeit im Winter, fast ein ganzes Leben lang. Vor allem Eisangler werden von den zugefrorenen masurischen Seen angezogen. Das ist Walter Waschewski, 73, Rentner, deutschstämmig. Früher mal waren mehr Deutsche und jetzt sind ja ganz, sind schon alle, die was noch lebten, die Alten, die sind gestorben, nicht? Naja, und ich blieb noch so. Hier auf dem Land steht im Winter die Zeit fast still. Na, im Winter, was macht man? Was macht man nächstes im Winter? Ich bin jetzt schon auf Rente, nicht? Na. Im Winter, der Bauer, der hat bloß so Kühe, Schweine. Auf den See kommt Walter Baschewski, sobald das Eis dick genug ist. Neben dem Bohrer, der Angel und einer kleinen Kiste zum Draufsetzen muss er vor allem eins mitbringen: Geduld. Denn Eisangeln heißt in erster Linie warten, warten, warten. Ostpreußen ist Pferdeland, Heimat der legendären Trakehner. Nicht anders als zu deutscher Zeit spielt auch im heutigen polnischen Masuren die Pferdezucht eine bedeutende Rolle.
Pferde aus Masuren, in der Tradition der Trakehner gezogen, gehören zu den besten der Welt. Agnieszka ist Bereiterin auf dem polnischen Staatsgestüt Liski. Es liegt 10 Kilometer von der kleinen Stadt Bartoszyce entfernt, die in deutscher Zeit Bartenstein hieß. Aus Liski stammen viele berühmte Pferde. Auch Olympiateilnehmer in der Dressur und im Springen waren dabei. Früher hatte ein Gestüt wie Liski ein Monopol. Seit einigen Jahren haben schwerreiche Privatleute in neue Gestüte investiert. Zur Veredelung der Blutlinien ihrer Pferde kaufen sie überall auf der Welt die besten Hengste und Stuten. Liski kann da nicht mehr mithalten. Was bleibt, ist eine ungewisse Zukunft. Agnieszka ist so etwas wie das Mädchen für alles. Bereiterin, Pferdepflegerin, Futtermeisterin, Reitlehrerin. In kleinen Gruppen dürfen die derzeit 70 Pferde von Liski nach draußen auf die Winterkoppel. Zu Agnieszkas Aufgaben gehört das Einreiten der Dreijährigen. Aber nicht nur Reitpferde werden auf dem Gestüt ausgebildet. Sie müssen auch lernen, Kutschen zu ziehen und im Winter vor dem Schlitten zu gehen. Edward ist Pferdepfleger in Liski und so etwas wie Agnieszkas Assistent. Die beiden machen zwei Pferde für eine Trainingsfahrt vor dem Schlitten bereit. Ein solches Gefährt haben die beiden Braunen noch nicht oft gezogen. Unsere Pferde hier gehören zu den besten der Welt. Sie sind sehr gefragt. Es sind wirklich vielseitige Pferde, also vielseitig einsetzbar sind sie. Diese beiden Stuten hier können sogar von Kindern geritten werden. Aber wir verwenden sie auch als Kutschpferde. Und nun sollen sie lernen, den Schlitten zu ziehen. Ja, und springen kann man mit ihnen auch. Das ist nicht bei jedem Pferd so, denn nicht jede Rasse ist für jede Sportart geeignet. Auf dem Gestüt arbeite ich schon seit 25 Jahren. Mit den Pferden bin ich groß geworden. Unser Gestüt hat eine sehr lange Tradition und wir können eine Menge Erfolge vorweisen, sowohl im züchterischen als auch im sportlichen Bereich. Eine gute Stunde wird die Schlittenfahrt dauern. Die Mutterstuten mit ihren Fohlen haben es eilig, zurück in den Stall zu kommen. Eigentlich mag ich das Leben in der Stadt nicht. Aber wenn ich es hier nicht mehr aushalte, dann steige ich mein Auto und fahre zu meinen Freunden. Und sehr oft bin ich auch auf Turnieren. Das kostet zwar eine Menge Zeit, aber dafür habe ich nicht viele andere Hobbys. Hier lebt Agnieszka. Ihr Haus teilt sie mit zwei vierbeinigen Mitbewohnern, mit Kasia und Misha. Misha ist das neueste Familienmitglied. Halb erfroren und verhungert war er, als ihn Agnieszka auf einem Parkplatz fand. Ich habe hier meinen Traum verwirklicht. Ich würde gern hier bleiben und mit den Pferden arbeiten. Hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Die bronzenen Löwenskulpturen, die über Liski wachen, haben mehr als 100 Jahre ein paar Kilometer weiter nördlich verbracht. Einst zierten sie die Auffahrt des Herrenhauses von Juditten. Jahrhundertelang befand sich das Gut im Besitz der Grafen von Kühnheim.
Gut 200 Jahre lang wurden hier Trakehnerpferde gezüchtet. Der Graf von Lehendorf, Besitzer des Gutes Steinort, war Oberstallmeister im berühmten Gestüt Trakehnen, das im heute russischen Teil Ostpreußens liegt. In Steinort selbst blühte viele Jahrhunderte das gesellschaftliche Leben mit Theatervorstellungen, Feuerwerken, Tanz und Gesang. Die Gräfin Marion Dönhoff schrieb einmal: Jeder, der in Ostpreußen zu Hause war, trauert der Landschaft nach, den weiten Wiesen und Feldern unter dem großen Himmel des Ostens. Hier im Schloss Dönhoffstedt verbrachte die Gräfin einen großen Teil ihrer Jugend. Und auch hier wurden in preußischer Zeit Trakehnerpferde gezüchtet. Nach dem Krieg diente das Schloss als landwirtschaftliche Fachhochschule. Seit dem Ende des Kommunismus steht es leer und ungenutzt. Auch für die Scheunen und Stallungen hat heute niemand mehr Bedarf. Aber nicht nur auf den Adelsgütern hatte man sich der Pferdezucht verschrieben. Trakehner wurden auch auf vielen ostpreußischen Bauernhöfen gezogen. Ostpreußischen Bauern sagte man einen ausgeprägten Pferdeverstand nach. Einige von ihnen, die 1945 von Höfen wie diesen Richtung Westen flüchteten, nahmen ihre Trakehner mit. Nur wenige Pferde aber überlebten die Flucht. Masuren heute. Hier in der Gemeinde Pesanica lebt Henrik Kwadrowski. Er ist Kleinbauer. Selbstständig seit dem Zusammenbruch der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, für die er 20 Jahre gearbeitet hat. Weil mit der Landwirtschaft für Bauern wie Kwadrowski kaum genug Geld zum Leben zu machen ist, verdient er sich im Wald ein Zubrot. Seine Stute Kasztanka hat er zum Rückepferd ausgebildet. Sie zieht Baumstämme aus dem Wald an die dafür vorgesehenen Sammelplätze. Noch müssen Henrik und Kasztanka die Konkurrenz von Traktoren nicht fürchten. Der neue Arbeitstag beginnt mit ein paar Litern Brunnenwasser. Die schwere Arbeit im Wald ist im Winter angenehmer als im Sommer, wenn sich Myriaden von Mücken über das Pferd hermachen. Und außerdem ist im Winter auf dem Hof weniger zu tun. Den Schlitten, vor den er Kasztanka spannt, hat Kwadrowski selbst gebaut. Das einzig wahre Gefährt im Winter, findet er. Nicht nur bei Schnee, sondern auch bei Eis. Ob der Winter schwer war bis jetzt? Wir hatten ein paar Tage Frost, aber ansonsten, es hat schon schwerere Winter gegeben. Auf jeden Fall werden wir wohl viel Wasser im Frühling haben. Wie alt ist Ihr Pferd? Weiß ich nicht so genau. Vielleicht 10 oder 11. So, ich muss jetzt los zur Arbeit. Die warten da schon auf uns. Also, bis gleich im Wald. 6 Kilometer sind es bis in den Wald. Kasztanka, gut ausgeruht, braucht knapp 20 Minuten für die Strecke. Erst am späten Nachmittag werden die beiden wieder auf dem Hof zurück sein und 20 Zloty, rund 6 Euro, verdient haben. Um die polnische Landwirtschaft, vor allem um Kleinbauern wie Kwadrowski, steht es nicht zum Besten. Vor allem sie sind es, die den kommunistischen Zeiten nachtrauern, als das Einkommen zwar noch niedriger, aber regelmäßig war. Morgen hat der Förster entschieden, welche Bäume gefällt werden. Mittlerweile sind Bauer Kwadrowski und Kasztanka im Wald angelangt. Einige der Holzfäller sind ebenfalls mit Pferd und Wagen gekommen. Noch haben in diesem Teil Polens Traktoren nicht überall die genügsamen Sokolska-Pferde abgelöst.
Kleine Pause für die Holzfäller. Am Feuer wärmen sie sich auf. Die Männer kommen aus dem gleichen Dorf wie Henryk Kwadrowski. Ist es eigentlich schwer, ein Rückepferd auszubilden? Was kann so ein Pferd? Wenn ein Pferd jung ist, dann weiß es gar nichts. Dann muss man es richtig an die Kandare nehmen. Bei einem älteren Pferd dagegen ist es leichter. Das zieht die Baumstämme dahin, wo man will, und macht die Arbeit fast allein. Ganz einfach geht das. Das Pferd vor den Baum spannen und dann los. Für Kasztanka ist die Pause jetzt zu Ende und es heißt, an die Arbeit. Die Arbeit mit Rückepferden hat durchaus Vorteile. Sie sind wendiger als schwere Traktoren und schonen den Waldboden. Von ganz alleine stellt sich Kasztanka vor den Stamm und wartet, bis die Kette am Baum befestigt ist. Und auch die Richtung zum Weg kennt sie ohne Führung. Scheinbar mühelos schleppt sie den Baumstamm zu der Stelle, wo das Holz vor dem Abtransport ins Sägewerk zwischengelagert wird. Die Männer sind froh über ihren Job im Wald, denn die meisten im Dorf sind arbeitslos. Bauer Kwadrowski gönnt sich ebenfalls einen Bissen, bevor es weitergeht. Mit Lagerfeuerromantik hat das hier nicht viel zu tun, denn die Arbeit ist hart und die meisten Waldarbeiter sind mit 50 Jahren ausgebrannt. Für Bauer Kwadrowski ist der Winter Ruhezeit. Mit Sorge denkt er jetzt schon ans Frühjahr und die Wassermassen, wenn der Schnee schmilzt. Im Wald wird er dann nur noch selten sein. Wenn die masurischen Seen zufrieren, ziehen die Fischer ihre Boote an Land. Im Winter wenden sie andere Fangmethoden an. In Gemeinschaftsarbeit haben sie vor einer Woche das große Netz mit Hilfe langer Stangen unter das Eis geschoben. Nun arbeiten die betagten Dieselmotoren schon seit 2 Stunden auf Hochtouren, ziehen das Netz unter dem Eis hervor. Wird dies ein guter Tag für die Eisfischer vom Schostaksee? Knochenarbeit und Hoffnung, dass sich das hier lohnt, dass der Fisch ins Netz gegangen ist. Genug Fisch für jeden aus der Brigade. Das ist Grzegorz Koniewski, Fischer von Kindesbeinen an. Mit diesem Holzstab wird das Wasser in Bewegung gehalten, sollen die Fische erschreckt werden, damit sie in Richtung des geschlossenen Netzendes flüchten. Die ersten kleinen Plötzen, die sich in den Maschen verfangen haben. Wir fischen unterschiedlich oft. Das hängt vom Wetter ab und von der Menge, die wir fangen. In der Wintersaison arbeiten wir in der Regel nur an einem See. Es gibt gute Jahre und schlechte, in denen der Fisch nie ins Netz geht. Dann müssen wir so lange arbeiten, bis es klappt. Heute sieht es nicht gut aus. Nur noch wenige Meter Netz müssen aufs Eis gezogen werden. Der große Fang ist ausgeblieben. Enttäuschung macht sich breit. Aber keiner der Fischer spricht aus, was er denkt. Das war's. Das ist das Ergebnis einer ganzen Woche harter Arbeit. 2 noch nicht einmal volle kleine Holzkisten mit untergewichtigen Plötzen. Keine Hechte, keine Zander, keine Schleie. Aber die Fischer, vom Leben ohnehin nicht verwöhnt, geben nicht auf. Sie werden es weiter probieren, an einer anderen Stelle. Dort werden sie wieder ihr Netz unter das Eis schieben, eine Woche warten und hoffen, dass der Fisch endlich den Weg ins Netz findet. Am Abend fährt Grzegorz nicht direkt nach Hause.
Er besucht einen Freund, der beim Fischen auf einem anderen See mehr Glück hatte, und kauft ihm einen Hecht ab. Hier lebt Grzegorz mit seiner Frau Anna und den beiden Kindern Damian und Ula. Heute Abend wird es das Lieblingsgericht der Familie geben, gefüllter Hecht. Grzegorz und seine Frau kochen meist gemeinsam. Der Fisch wird geschuppt, die Flossen und der Kopf abgeschnitten. Dann die Haut in einem Stück abgezogen. Zur Füllung nehme ich Grieß, Eier, Salz, Pfeffer, Speck. Und dann wird das zusammen mit dem Hechtfleisch durchgedreht. Am besten zweimal, dann sind auch die Geräten klein. Also zweimal durchdrehen, das Fleisch und die Zutaten. Das wird dann fein genug. Die Farce, die aus dem Fleischwolf kommt, wird nun in die Haut des Hechtes eingefüllt. Aber vorsichtig, damit sie nicht zerreißt. Grzegorz erzählt über die Situation der masurischen Fischer. Ja, es ist schwierig für uns. Jede körperliche Arbeit ist ja schwer. Die größten Probleme haben wir mit Wilderern. Die stehlen nicht nur den Fisch, sondern oft verschwinden auch unsere Geräte. Jetzt hat ja jeder Fischer seine eigenen Geräte und muss eigenes Geld investieren. Früher gab es die Genossenschaft, der gehörte die Ausrüstung. Sie hat sie uns nur geliehen. Jetzt haben wir unsere eigene Ausrüstung. Aber die Firma, für die wir alle arbeiten, interessiert sich nur fürs Geld. Von der Menge, die wir fangen, können wir schon leben. Trotzdem gibt es nur wenig Fisch, gemessen an den vielen Seen in der Gegend. In unserer Firma sind wir 20 Fischer. Der in ein Fließtuch gewickelte Fisch wird nun 25 Minuten auf kleiner Flamme gedünstet und danach aufgeschnitten. Grzegorz und seine Familie essen ihn am liebsten nur mit Brot und dazu trinken sie Tee. Aber auch zusammen mit einem frischen Salat ist dieses masurische Fischgericht ein Gedicht. Die ohnehin ruhige Gangart masurisch-ländlichen Lebens verläuft im Winter noch beschaulicher. Zeit hat hier jeder. Und Gottvertrauen in bessere Zeiten. Das eigene Dorf ist Mittelpunkt der Welt und der Nachbar so arbeitslos wie man selbst. Bessere Zeiten sind hier ebenso weit entfernt wie der nächste Frühling. Nur weiß man von dem, dass er irgendwann kommen wird. Aber schon immer hat man in Masuren das Überleben gelernt. Am Ufer des Lajmiada-Sees sind Männer dabei, tonnenschwere Blöcke aus dem Eis zu sägen. Es sind Fischer, die hier das Eis schneiden, auf dem dann im Sommer ihr Fang kühl gelagert wird. Holzstangen markieren die Schnittlinien für den Mann mit der Säge. In Masuren liefert die winterliche Natur den Fischern frei Haus, wofür ihre Kollegen andernorts viel Geld bezahlen müssen. Das Bedienen der Motorsäge ist den Vorarbeitern der Firma vorbehalten, für die die Fischer von Zeise arbeiten. Die dicken Eisplatten, die hier geborgen werden, stellen den Eisvorrat bis zum nächsten Winter dar. Vorsichtig fährt ein Trecker ans Ufer heran und bugsiert einen Tieflader Marke Eigenbau ins flache Wasser. Seine Ladefläche schiebt sich unter die freigesägten Eisplatten. Mit Hilfe von Stangen und mit vereinten Kräften ziehen die Männer die Eisblöcke auf den Tieflader. Dobra, teraz
Geschafft. Der erste Block ist verladen. Langsam, damit die kostbare Ladung nicht verrutscht, zieht der Traktor seinen Anhänger wieder aus dem Wasser. In diesem Kühlraum wird das Eis ein ganzes Jahr gelagert. Mehrere Schichten werden übereinander gestapelt. Dazwischen kommen Sägespäne. Die Männer stapeln so Schicht auf Schicht. In einigen Tagen wird das Eis im Kühlraum 1,5 Meter dick sein. Dazu werden an die 40 Eisblöcke gebraucht. Das ist die Kirche Heilige Linde, auf Polnisch Święta Lipka, Masurens berühmteste Wallfahrtskirche. Sie liegt ganz in der Nähe von Kętrzyn, dem ehemaligen Rastenburg. Tausende pilgern jährlich zu der Kirche, die ihren Namen von einer Marienerscheinung in einer Linde hat. Die Kirche wurde um 1790 an der Stelle errichtet, an der sich im 14. Jahrhundert die heilige Jungfrau gezeigt haben soll. Auch im Winter ist die Kirche bei den Sonntagsmessen bis auf den letzten Platz besetzt. Polen ist zu 98% katholisch. Und besonders hier auf dem Lande stellt die Kirche noch eine echte Autorität dar. Die Wallfahrtskirche Heilige Linde war immer eine katholische Kirche. Aber, und nur ungern wird in Masuren darüber gesprochen, sie stellt damit eine Ausnahme dar. Viele, wohl die meisten Kirchen Masurens des ehemaligen Ostpreußens waren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges evangelische Gotteshäuser. Nach Flucht und Vertreibung der deutschen Protestanten wurden sie in katholische Kirchen umgewandelt. Das ist die evangelische Kirche in Rastenburg. Das daneben war sie einmal. Paweł Hauser, der evangelische Pastor, betreut 20 Gemeinden im Umkreis von Rastenburg. Darunter sind Gemeinden, die nicht mehr als 10 Mitglieder haben, deutschstämmige zumeist. In früheren Ostpreußen, heute Masuren, leben ca. nur 5.000 Evangelischen. Das bedeutet, wir sind absolute Minderheit gegen allen Katholiken hier. Die Leute haben sich hier sehr gemischt. Sie leben gut zusammen, sie haben sich aber das gelernt. Es war gar nicht so einfach am Anfang. Nach dem Krieg waren viele Probleme. Viele sind nach Deutschland ausgereist. Viele haben ihre Heimat verlassen müssten. Jetzt sind nur wenige geblieben. Im polnischen Masuren gibt es Symbole der Aussöhnung zwischen den Feinden von einst. Auf diesem Friedhof für Gefallene aus dem Ersten Weltkrieg in der Nähe von Goldap wurden deutsche und russische Soldaten nebeneinander beerdigt. Ełk, das frühere Lück. Hier, wie in fast jedem masurischen Provinzstädtchen, haben sich die Deutschstämmigen in einem Verein zusammengeschlossen. Seit dem Ende des Kommunismus ist ihnen das erlaubt und sie dürfen auch wieder Deutsch sprechen.
Viele Angehörige der deutschen Minderheit tun sich schwer damit zu akzeptieren, dass ihre Heimat Ostpreußen seit mehr als einem halben Jahrhundert Teil Polens ist und Masuren heißt. Ostpreußen ist unser Heimatland. Das beste Land, was man gibt, meine ich. In Ostpreußen bin ich geboren und meine Eltern auch. Und das ist meine Heimat. Das ist unsere Heimat. Hier ist meine Mutter geboren, Großmutter geboren, hier bin ich geboren, in die Schule gegangen, bin hier gewachsen, hab geheiratet, meine Kinder hier geboren. Und das ist meine Heimat. Jeder Baum räuscht noch die Heimatlieder, der Fluss auch rauscht noch, wie früher, wie ich ein Kind war. Und so wird die Erinnerung bleiben bis zum Tode. Nur im Museum wird die Erinnerung an die deutsche Zeit sorgfältig konserviert. Mehr als 50 Jahre nach dem Krieg wurden aus Erinnerungen Ausstellungsstücke und aus Geschichten Geschichte. Längst hat Preußens Gloria ihren Glanz verloren. Für viele Deutsche, die aus dem ehemaligen Ostpreußen stammen, ist die Erinnerung an die alte Zeit mit Wehmut und manchmal auch Verbitterung verbunden. Die Ordensbogen, wie die hier in Rössel, sind Sinnbilder der wechselvollen Geschichte Masurens und Ermlands. Hier finden sich polnische und preußische, litauische, schwedische, ermländische, katholische und protestantische Spuren. Auf der Burg, seit 1350 im Besitz der Bischöfe von Ermland, trafen sich zur Zeit der Aufklärung Denker aus ganz Europa, um miteinander zu philosophieren. Schon im 15. Jahrhundert hatte die Stadt Rössel eine Wasserleitung und Kanalisation und das Handwerk blühte. 1772 kamen die Stadt und ganz Ermland unter die Herrschaft Preußens. In den kleinen Städten des ehemaligen Ostpreußens, nicht anders als auf dem Lande, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, scheinen die Uhren etwas langsamer zu gehen, besonders im Winter. Und auf den Straßen bleibt der Schnee länger liegen. Der Grund dafür, es fahren weniger Autos und es wird weniger Salz gestreut. Im ehemaligen Ostpreußen leben heute etwa 2 Millionen Menschen, die wenigsten von ihnen in den Städten. Daher sucht man große Kulturgüter, imposante Theater und Opernhäuser vergebens. Der aus der Nähe von Rastenburg stammende Schriftsteller Arno Sominski, bekannt für seine glühenden Plädoyers für die Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen, hat einmal geschrieben, man könnte Vater und Mutter verlassen, Kühlschränke, Farbfernseher und Telefonapparate, um in Masuren das einfache Leben zu leben. Hier, am Rande des Borkener Forstes, der Puszczaborecka, lebt Tomasz Czarnecki, ein junger Biologe, 28 Jahre alt. Die Puszczaborecka ist eine der wenigen Gebiete in Polen, in denen noch Wisente in freier Wildbahn leben. Die seltenen Tiere sind Tomasz' ganze Leidenschaft. Nun ist er auf dem Weg zur Wildfütterung, will den Wisenten Futterrüben bringen. Chancen, die schwergewichtigen Tiere zu sehen, bestehen nur im Winter. Die Wisente von Borecko stehen unter strengem Naturschutz. Die Wisente kennen das Motorengeräusch. Sie verbinden es mit der Aussicht auf Rüben.
Und sie kennen Tomasz, lassen ihn dicht an sich herankommen. Die Herde besteht aus etwa 60 Tieren. Tomasz kennt jedes einzelne und hält Distanz. Man weiß ja nie. Die Wisente leben in absoluter Freiheit. Nur im Winter füttern wir sie zu. Im Sommer, wenn sie im Wald sind, sehen wir sie nicht. Anfang September kommen sie dann wieder zurück. In Ostpreußen kann das Wetter innerhalb weniger Stunden umschlagen. Schneestürme machen die Straßen dann fast unpassierbar. Und eisiger Ostwind treibt den Schnee vor sich her. In wenigen Minuten kommt es oft zu gigantischen Verwehungen. Manchmal stürzt die Temperatur um 10 Grad oder mehr. Aber es kann auch umgekehrt sein. Eben noch ein Wetter, als wolle die Welt untergehen. Ein paar Stunden später dann Windstille und milde Temperaturen. Die Rominter-Heide ist berühmt für ihre kapitalen Hirsche. Das Waldgebiet gehörte schon zu Kaiser Wilhelms bevorzugten Jagdrevieren. Heute hat hier Oberförster Stefan Barwicki das Sagen. Lagebesprechung mit zwei Hilfsförstern. Es geht darum, herauszufinden, ob zurzeit Wölfe im Revier sind. Immer wieder fallen die streng geschützten Tiere hier in Polen, vor allem aber auf der anderen Seite der Grenze in Russland und Litauen, Wilderern zum Opfer. Dort nimmt man es mit dem Schutz nicht so genau. An der Stelle, an der die Förster ihre Patrouille vorbereiten, schoss 1912 Deutschlands letzter Kaiser seinen 2000. Hirsch, wie es heißt. Zu den seltenen Tieren, die in der Rominter-Heide leben, gehören Luchse und eben Wölfe. Oberförster Barwicki kennt das Revier wie seine Westentasche. Auf einer Lichtung hält er an. Nebel ist aufgezogen. Die Kastanien sind als winterliche Zufütterung für die Wildschweine gedacht, die nachts die Lichtung regelmäßig besuchen. Und dann plötzlich Spuren. Hier ist ein Wolfsrudel vorbeigekommen. Müssen 3 bis 5 Wölfe gewesen sein. Für den Wolf ist es typisch, dass immer ein Tier in der Spur des anderen läuft. Es sieht so aus, als ob es nur ein Wolf war. Dabei war es ein ganzes Rudel. Das Wolfsrevier ist ziemlich groß. Es hat einen Radius von 40 oder 50 Kilometern. Darin halten sich die Wölfe meistens auf. Aber manchmal wechseln sie auch über die Grenze, zum Beispiel nach Litauen. In der Regel bleiben sie aber hier in ihrem Revier. Manchmal haben wir auch Wölfe aus Litauen hier bei uns. Der Förster will an einer anderen Stelle nachsehen, ob er die Spuren der Wölfe wieder aufnehmen kann. Der Weg führt dicht an der russischen Grenze vorbei. Es ist wärmer geworden und es hat zu regnen begonnen. Das ist der Grenzweg zwischen Russland und Polen.
Der gehört zum Forstbezirk Budvietsche. Früher war dieser Grenzstreifen schmal. Aber jetzt, wo wir uns der EU nähern und Mitglied der NATO sind, wurde er breiter gemacht. Aber lange bleibt das hier nicht so. Wenn Russland auch bald in die NATO kommt, dann gibt es hier auch keine Grenze mehr. Dann gibt es neue Grenzen, unten im Süden, bei den Moslems. Da kommen noch Probleme auf uns zu. Die Sowjets da drüben lassen ihren Wald einfach nur verkommen. Der wird so gut wie nicht gepflegt. Und Holzwirtschaft gibt es da auch nicht. Wenn man Geld verdienen will, muss man auf den Abstand zwischen den Bäumen achten. Sonst wird das nicht. Wolfsspuren hat der erfahrene Förster keine mehr entdeckt. Aber zielstrebig steuert er eine gut geschützte Stelle an, von der aus eine offene Fläche vor einer Schonung gut einzusehen ist. Plötzlich ein Rehbock, der vor irgendetwas flieht. Vor ihm, dem heimlichen Herrscher der Rominterheide. Dieser Wolf scheint ein Einzelgänger zu sein. Weit und breit keine Spur vom Rudel. Heute scheint er keine Lust zu haben, die Verfolgung des Rehbocks aufzunehmen. Masuren ist die Harfe und das Spiel der Winde, schrieb der Schriftsteller Hans-Georg Buchholz, der lange in Geschitzko lebte, ein großer Kenner der ostpreußischen Seele. Und damit mag er wohl auch den Winter gemeint haben, den Winter in Masuren, den Winter in Ostpreußen. Wenn alles schläft, wenn alles zu erstarren scheint, wenn der Schnee die Farben bedeckt, und wenn plötzlich, wie von geheimnisvollen Kräften geweckt, das Land zu neuem Leben erwacht.